damit herzlich willkommen zum Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Heute hier bei LPRaider, mal wieder alleine, ohne Otto. So, und ich spiele heute Black Flag mit mir gekauft gestern. Und deswegen, wie gesagt, kommt LPRaiders. Das ist aber geil, hier steht schon Test, also ich habe schon eingespielt. Aber natürlich eine neue. Ich habe also nur angespielt, um ein paar Einstellungen zu machen. Let's Play bestätigen. So, und dann fangen wir mal an. Also ich hoffe, es wird geil. Ich habe ja schon ein bisschen beim Kumpel gespielt, aber es macht richtig Fun. Die Grafik ist so schön. Jetzt guckt mal, das Ubisoft präsentiert. Festhalten! Sie haben uns! Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Hier ist die. Der Steuermann ist tot. Nimmt jemand das Ruder? Oh, das Ruder. Kenway, geh ans Ruder, verdammt! Jus ist tot, Kenway. Kanonenabfeuer. Ihre Kanonenabfeuer hatten die rechte Worte. Wegen die Maus zum Ziel drücken, dann auf linke Maus schließen. Du musst das Steuer übernehmen. Feuer! 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 Auf dein Zeichen, Captain! Senken Sie! Ja, es ist fast so einfach wie gleichzeitig zu fahren und schießen. Was wird denn das? Ich sehe sie gar nicht. Feuer! Die Kanonenmänner! Ja, Ehrgeiz! Schlag eingeschnappt! Feuer! Oh, nochmal, komm! Halbe Schießwiese! Bastarde! Segel tanzen! Ja, komm, noch ein bisschen. Ja, ich glaube, da ist der Scheiß. Feuer! Wir haben gewonnen, Junge. Junge Mädel. Das Magazin ist explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Oh. Das ist der Ausdruck. Oh, wir sind tot. Ende des Spiels, tut mir leid, Leute. Ist es gefährlich? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Ich will aber Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? 1 Jahr, schätze ich. Höchstens 2. Ich Ich bin wieder angeschrieben jetzt auf Skype, also das nervt gerade ein bisschen. Sorry, Leute. Also gut. Boah. Nicht mehr als 2. Versprich es. Er hat nicht versprochen. Muss man dazu sagen. Luft. Das Ufer erreicht. Das ist das Ufer. Hallo. Ah, überall Tote. Im Schnellschiff mache ich gerade. Und Schiff im Schnellschiff. Da liegt viel Schrott rum. Ein Schiff. Ah, fantastisch. Oh, keine Kraft. Als Pirat ziemlich weiße Zähne. War's für dich auch so gut? Havana. Ich muss nach Havana. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Nö. Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hol ich mir, Früchtchen! Los hinterher. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Wir kriegen hier den Typen. Wo ist er denn? Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Ja, hätte ich mir gedacht. Stimmt, machen wir das. Immer nur laufen. Hier ist auch nichts. Auf jeden Fall wohnen hier wahrscheinlich welche. So, müssen wir hin. Irgendwie ist hier ja nichts, ne? Irgendwie habe ich keine Ahnung. Immer schön hochbauen. Los. Oh. Runter, hoch. Immer hoch da. Den Assassinen finden muss ich. Und das Tier. Okay. Immer schön runter da. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Folge mir und du stirbst! So, sorry Leute. Ich wurde gestört, deswegen habe ich gar nicht gesagt. Ich störte dich. Du Arsch. Immer hoch da. Wir könnten uns zusammentun. Immer schön hoch da. Bleibt mir vom Leib! Oh. Komm schon. Den Arsch kriegen wir. Deine Waffen. Jetzt wieder ein. Alter Junge, der tötet mich ja gleich. Was soll der Scheiß? Töte ihn! Na, er ist tot. Über die ganze Insel gejagt haben wir ihn. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich im Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havana. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Yeah. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Ich kann mich auch nicht. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. An den Weg nach Havana. Hier irgendwo so eine Truhe sein. Dieser Schoner sollte ausreichen. Jetzt habe ich da ein paar Kisten auf einmal. Der Kommodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Havana. Ich bin nur ein Händler. Schweig, du dreckiger Pirat! Du wirst hängen für deine Schandtaten! Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufischen. Bleib hier! Stopp sie! Nimm mir einen Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Anspielschone Bereiche, mit denen wir können als Anspielschone benutzt werden. Sie können sich darin verstecken und unbekannt bewegen. Nutzen Sie sie, um ihre Ziele heimlich zu nähern. Okay. Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Oh Gott! Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Oh, ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Oh Gott! Oh Gott! Wollten geht nicht. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Los, gib mir! Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Oh Gott! Oh Gott! Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Guck mal, das ist. Bei Gottes Gnade, Sir! Ich danke euch! Ich bin euch ewig dankbar! Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder?